Hallo Leute, schön, dass ihr wieder hier seid bei Minecraft. Weiter geht's. Also, letzte Folge haben wir das mit Redstone geklärt. Jetzt können wir mal gucken, was können wir hier drin eigentlich noch machen. Spawn, weiß kein Mensch, was das ist. Ja, mal gucken. Achso, da kann man Blöcke machen. Kann man Nuggets zu Diamanten machen. Und da kann man irgendwelche Mills machen. Irgendwas von Gedöns. Bringt uns was? Gar nichts. Das heißt eigentlich. Na doch, wir können es als Fuel nutzen. In gehört Dynamo. Echt jetzt? Das Iridium? Naja, okay, Iridium ist schon ein bisschen übertrieben, oder? Nochmal gucken. Zum Beispiel Stahl, Zinn. Wenn wir jetzt mal Zinn nehmen, Zinn haben wir viel. Sind 6 und 11. Okay. Ja, es ist. Drei Nuggets, ein Dings. Ah, okay, ja, ist halt so eine Sache. Wenn man zu viel hat, kann man damit HTF generieren. Ist ja vielleicht nicht so verkehrt. Glaube aber, sonst brauchen wir den Typen da eh nicht mehr. Mangokus hier brauche ich auch nicht mehr. Das auch nicht mehr. Das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr. Die hätte ich eventuell noch gebraucht. Jetzt haben wir hier noch Rätsel drin. Ich weiß gar nicht, bleibt da drin? Ja, bleibt drin. Gut, ja, hier rein. Oh, das habe ich jetzt weggeschmissen. Verdammt! Ich weiß nicht mehr. Nein! Scheiße. Was fehlt mir? Ich weiß es nicht. Mehr Technical User brauche ich auch nicht mehr. Das Schwert. Müssten wir mal weitermachen. Survive. Tun wir hier hoch. Was echt nicht mehr, was ich weggeschmissen habe. Mein Driller, mein Ding, das sind mal die wichtigsten Tools, die ich brauche. Das brauche ich auch nicht mehr. Das kann man auch mal weg tun. Jetzt wenn wir hier mal ein bisschen aufräumen. Achso, wo sind wir das Gras am Boden? Jetzt schon Schiss. So, normales Dirt. Das Fertilized Dirt. Ob wir das nutzen werden? Mal gucken. Wir müssen halt natürlich da draußen unsere Farm auch mal erneuern und alles umbauen. Also wir haben noch viele Aufträge, die wir nicht erledigen können oder haben. Strommäßig, ja, könnten wir mal vorerst gucken. Aber nicht. Aber nicht. Wenn wir einen Lever nehmen, ob wir da unten irgendwo den Scheiß da abschalten. Das war die Frage. Kann man das abschalten? Ah, only work with Redstone. Na gut, dann tun wir so. Basteln es aus. Dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wir hier weniger Strom verbrauchen. Deswegen. Weil wenn wir bei den Bienen nicht sind, dann brauchen wir auch keinen Strom. Das heißt, wir können hier einfach mal ein. Hey, ja. Yeah. Interface? Nee. Player Chest auch nicht. Wir bräuchten irgendwie so einen Player Detektor. Gibt es aber nicht, oder? Nein. Player Interface ist mir klar. Kativ Player Interface. Ist ein Player Detektor. Ah. Ich hatte einen Mod. Auf unseren Test-Server oder Privatserver haben wir das ja. Player Probe. Was macht der? Ist zwar teuer, aber würde vielleicht funktionieren. Ein Witter-Skelettkopf. Na egal. Kann man ihn aufsetzen? Nee. The player board can be used to change the player interface. Aha. Change the player interface. Connected to. We don't know what the. Okay, das heißt, es bringt uns nichts. Das heißt, wir können einfach im Player Interface den Benutzer ändern. Wollen wir aber nicht. Player Interface hier brauchen wir. Nee, das das. Nee, das haben wir auch noch nicht automatisiert. Stimmt, da war ja auch noch was. More Bees. Geil, wir können. Genau, den Mod haben wir auch drauf getan. Withering ist eine Withering und eine Ender. Ender Drohne ist ja kein Problem. Withering ist Demonic. Okay, die Demonic sind. Schwieriger zu kriegen, aber ist auch kein Problem, weil wir haben Gendestry, 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 Gendestry.
Gendestry, genau, drauf. Mit dem Mod wird das dann schon ein bisschen einfacher werden. Biene möchte ich aber nicht so viel zeigen, weil das dauert immer so lange, den ganzen Scheiß zu machen. Besonders am Anfang. Deswegen werde ich das eher mehr offline machen und euch nur immer so zwischendurch mal zeigen. Zum Beispiel habe ich ja diese Imperials gebaut, die sind jetzt schwer alles aus Bronze eigentlich. Guckt, alles Bronze. Und da gibt es halt dann verschiedene Module zum Automatisieren. Das kann ich ja mal kurz zeigen. Ihr seht, Automation Module, der packt dann einfach die Sachen hier hin und klatscht sie wieder rein. Ganz simpel. Manual. Mittlerweile habe ich die hier alle schon von Gen her direkt, dass alle dieselben sind. Mal hier. Hier haben wir noch die alle, was irgendwie gekreuzt sind noch. Voneinander mit denen kann man das ein bisschen erhöhen, die Chance, dass die richtigen rauskommen. Rocky. Genau, was habe ich noch gemacht? Können wir hier mal ins Bett legen? Habe ich ja hier auch eins. Zwar ist ja das Problem, was ich habe, ist ja, ich möchte ja meine Welt, wenn ich hier mal gucke, ein bisschen kleiner halten. Und ich sehe es eh schon ein bisschen größer, habe ich schon ein bisschen rumgelaufen, weil ich Biene gesucht habe. Dann bin ich in andere Dimensionen gegangen, in die Mining-Welt und so. Und das Problem ist, es ist halt in der Mining-Welt zum Beispiel sehr schwierig. Das ist ein Cube, ja. Oder? Nee, was sind das wirklich? Doch ein Chance-Cube, okay. Wollen wir zerstören? Oh, Scheiße, zwei. Uah. Nein, 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 nein. Ah, macht alles kaputt. Egal. Also man kriegt ja jede Menge von diesen Meadowed Bean. Da gibt ja 100.000 davon. In der ganzen Welt, überall findet man die. In jeder Ecke lauern die, da hinten einer, da hinten einer, da hinten einer, da einer, da einer. Also davon gibt es Millionen auf dieser Erde hier. Aber was es nicht gibt, ist es die anderen. Zumindest gibt es schon, aber so selten. Na guck, deswegen habe ich hier auch schon am meisten von diesen Meadow-Dinger. Davon halt einfach am meisten gibt auf der Welt. Deswegen habe ich mich entschlossen, jetzt selbst einfach Crafting-Rezepte für Hives hinzufügen. Deswegen habe ich hier verschiedene Hives. Einfach eine Biene und Snowball kippt das. Weil ich eben die Bienen halt, also nur die Standardbienen, gesagt. So. Die Enderbiene habe ich natürlich nicht genommen, die Enderbiene nicht, sondern nur die, was man hier so kriegt. Weil ich nicht die ganze Welt wirklich so groß erkunden möchte, um in den verschiedenen Biomen verschiedene Bienen zu finden. Man muss ja in Dschungelbiom, man muss ja in Schneebiom. Ich habe ja wohl so im Groben und Ganzen schon geschaut hier. Aber es ist extrem schwierig, da Bienen zu kriegen. Weil du kriegst wirklich 99% die Meadows. Hier hinten auch. Wo war das gerade da? Hier in der Meadow. Hier. Also das ist das Schlimme. Hier hätten wir noch eine Chance gegeben. Nee, machen wir lieber nicht. Die kriegt man überall. Hier unten ist noch eine. Hier ist eine. Da, da, da. Die sind extrem oft. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keine einzige Rauchgebiene gefunden. Am Miningen. Das ist schade. Kann natürlich. Naja, normal nicht, weil ich den Mod habe von Anfang an drin. Wie gesagt, ist ja auch egal. So funktioniert es auch. Ist halt vielleicht ein bisschen, ja, komisch, aber naja. Und hier sieht man auch die verschiedenen Bienen auch schön mit den Farben, die wir hier drin haben, hier rumfliegen. Weizen brauchen wir auch und so verschiedene Sachen braucht man für die Bienen. Und so kann man schön die Hives mal machen. Ja, mit Kaktus und Schnee. Also günstig ist es gar nicht mal, wenn man so mal guckt. Ich meine, okay, die Steine, ja. Aber hier die Kakteen ist gar nicht mal so einfach. Man muss ja auch die Kakteen bekommen. Jetzt könnten wir das hier ja dann verdoppeln. Das wäre gar nicht mal so eine dumme Idee, das zu machen. Ja, Botanik könnten wir auch ein bisschen anfangen arbeiten. Ebene 65. Hä? Okay, egal. Gut, die lasse ich hier mal ein bisschen vor sich hin wursteln. Und das mache ich dann offline weiter. Da wird, wie gesagt, man muss ja anfangen erst mit Industrious und Imperial, damit man dann Elvoris bauen kann. Und. Ziel ist es von mir einfach, ein paar Bienen zu finden, die uns das Leben erreicht. Dann zum Beispiel Redstone-Bienen. Dann brauchen wir hier hinten unsere Anlage nicht mehr. Weil die Anlage läuft ja jetzt auch schon ein bisschen. Da haben wir wahrscheinlich auch schon ein bisschen plus Redstone. Wir haben hier 17. Hier oben, nö. Was? Kein Redstone mehr? Was? Irgendwas passt aber jetzt nicht.
Ha? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Ich habe früh geschaut. Schluckt er das Rätsel oder was? Das kann nicht passen. Oder hatte ich das Restaurant eingestellt? Das kann natürlich auch sein, dass ich. Ich hatte am Anfang Restaurant in meinem Inventar. Aber ja, war auch nicht. Ist ein Block. Hier rein. 12. Kann das sein, dass ich den. Weil es war auf jeden Fall hier, dass hier ein Stack drin war. Und hier hinten lagen vier einzelne dann. Und hier zwei alte. Entweder hat das irgendwie gevoidet oder ich bin dumm. Oder ich hatte das Inventar und. Ihr seht ja, wir haben ja schon 63 Items, also wir haben schon 63 Durchgänge. Das heißt, wir haben schon zwei Stacks plus gemacht. Weil pro Durchgang kriegen wir ja zwei Redstone. Aber wir haben hier nichts mehr. Und deswegen macht das wieder lang. Scheiße. Aber wenn wir es hier normal durchjagen. Kriegen wir noch einen Block raus. Und deswegen. Gut, dann hat er wieder runtergewirtschaftet. Scheiße. Das ist das Problem. Er hat einfach runter. Ich hatte. Oh, die dachte mir noch endlich jetzt bergauf und. Okay, das heißt, das muss immer drin sein. Wenn das nicht drin ist, haben wir ein Problem. Dann wirtschaften wir natürlich runter. Das ist nicht gut. Das heißt so und mal beschleunigen hier ein bisschen. Damit hier ja was drin ist. Und dann können wir ja hier reinhauen, da ist er. Nee. Stimmt, weil dann wird es natürlich wieder weniger, wenn wir mehr brauchen. Das heißt, wir müssen das irgendwie abfragen, ob dieses bei Rophium Dingsbums Gedöns da ist. Sonst schalte aus. Wenn wir das am dümmsten abfragen. Die hätte ich jetzt schon, aber das wäre halt auch doof irgendwie. Jetzt macht er wieder zwei natürlich. Jetzt wird er wieder Plus generiert. Ist gut. Weil er das hat. Wir können hier sagen, arbeite nur, wenn du ein Rätselsignal kriegst. Und du kriegst ein Rätselsignal, wenn der hier Flüssigkeit drin hat. Oder Item. Oder hier auslesen. Es gibt ja irgendwie so ein Interface Gedöns, mit dem werden Advanced Redstone Interface. Basic Redstone Interface. Player Interface, Item Interface, da. Das müsste es ja können, oder? Mal testen, was der macht. Bei dem Majorienklatschen macht er interessant. Nix. Ah, okay, war schon. Das ist ja das für die Laser. Okay. Das nicht. Dann vielleicht der hier. Da brauchen wir so einen komischen Ball. Ball kriegen wir. Naja. Aber das ist Advanced Redstone Interface. Advanced Redstone Interface braucht das normale. Okay, dann. Ist egal. So, wenn wir das jetzt mal hier hinklatschen. Basic Redstone Interface. No Target. Okay. Das ist fürs Redstone-Signal. Ist auch nicht das, was ich haben will. Routed Interface bleibt nein, Priority. Es gibt da von NDR.io. Das weiß ich, dass es da irgendwas gibt, mit dem man das so ein Dings auslesen kann. Nur die Frage, wie das heißt. Vakuum, Wireless Charger, Soulbinder, Blysend. Irgendwas baut Spawner? Da. Inventory, System Storage. Inventory, System Storage. Die Grüße. Omnipuffer, Bauer, Item Puffer. Nee, das brauchen wir nicht. Damage, Bauer Spawner, Bauer Spawner. Killer.
Painted Machine Inventory Sensor. Den wollte ich haben, ja. Mal gucken, was es da fehlt. Alles Mögliche. Den Gedöns, da fehlt uns auch wieder alles Mögliche. Was fehlt denn da? Conduit Binder. Wird er nicht unbedingt das Problem sein, hier immer bis 8. Ja, hat er noch. Ofen haben wir hier. Brat mal durch schnell. Schnell habe ich gesagt, Junge. Gib Gummi. So. Gib mal gleich ein bisschen her. Was brauchen wir denn noch? Ich glaube eh nichts mehr, oder? Doch, in der Mitte das Teil. Was ist in der Mitte? Ein Enderauge. Oh, das. Dann haben wir das mal. Dann brauchen wir noch diesen Maschinen-Dingsbums. Dafür brauchen wir einen Basic-Kapazitor. Dann kann er uns gleich machen mal. Basic. Zack. Und dann. Weiß nicht, das Red Alloy haben wir, glaube ich. Wo ist der Sensor jetzt hin? Also, jetzt fehlt noch das unterste. Das unterste ist ein stinknormaler Vanilla Repeat. Fehlt jetzt echt. Ah. Was fehlt da jetzt? Ich habe keinen Netherquarz mehr, oder was? Nee. Nee, Netherstar habe ich, aber Netherquarz habe ich nicht. So. Der macht hier, weil er keinen Sand hat. Dann kriegst du Sand, mein Freund. Schaut's mit Cobblestone aus. Cobblestone braucht er auch wieder. Ein bisschen creepy, aber wir haben kein Cobblestone mehr. Wundert ich mich gerade, aber naja, okay. Ja, Netherquarz fehlt uns. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe offline Netherquarz holen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also bis dahin, macht's gut und tschüss, Leute. Ciao.